Willkommen zurück zu Gothic. Immer noch in der alten Mine. Aber voraussichtlich ist das dann die letzte oder eine der letzten Folgen in dieser Mine. Weil ich habe die Liste und ich werde die Liste ins neue Lager bringen. Und weil ich mich danach hier wahrscheinlich nie wieder blicken lassen kann, werde ich einfach mal alles mitnehmen, was geht. Und außerdem soll ja noch irgendwo hier ein Heiltrank sein, laut Aleph. Aleph. Wie auch immer. Was ist das denn? Da unten habe ich gerade einen Minecrawler gesehen. Da will ich lieber nicht hin. Nee. Ich habe keine Lust hier zu sterben. Ach ja, und dann gibt es noch die Truhengeschichte da oben, ne? Butler. Ah, und die Schmelze, die müsste hier unten sein. Ein Butler. Nee, aber die Schmelze müsste hier sein. Und da gibt es bestimmt Leute, mit denen ich auch noch quatschen kann. Mit einmaligen Dialogen. Ein Templer. Gornakesh. Was machst du hier? Ich jage Minecrawler. Kosch. Kannst du mir was über die Crawlerjagd erzählen? Beim Crawlerjagen gibt's nur eine Regel. Wenn du sie siehst, lauf auf sie zu und töte sie, so schnell du kannst. Kämpfe ohne Furcht und töte ohne Gnade. Okay. Werde ich mir merken, aber ich will immer noch wissen, wie man diese Viecher ausnimmt. Das muss doch einer von euch wissen. Der Schläfer erwache. Ja, schlaf nicht so viel. Ich dachte eigentlich immer, das wäre einer von den Typen hier gewesen. Von den Templern. Das da, Crawler. Ich bin schon wieder weg. Scheiße. Entschuldigung, wollte ich nicht. Oh, ein Pilz. Boah, verdammt. Die hauen ja voll rein. Nee. Lass mal. Ups, da habe ich was angestellt. Tut mir leid. Nein. Nein. Nicht auf mich, habe ich gesagt. Ich sagte nicht auf mich. Ah, könnt ihr die Viecher nicht umbringen? Oder den Typen da hinter mir, den einen. Bitte. Wäre echt cool. Ist der denn jetzt noch da? Oder war es das? Ah, puh, das war's. Glück gehabt. Puh, das war eine blöde Idee, da nach hinten zu gehen. Was? Was macht der Ork hier? Die Gardisten haben ihn gefangen. Seitdem wird er hier zur Arbeit gezwungen. Was? Er ist ja noch nicht mal angekettet. Warum haut er nicht einfach ab? Er hat es einmal versucht. Die Gardisten haben ihm so stark zugesetzt, dass er ein paar Wochen nicht laufen konnte. Seitdem hat er nie wieder versucht zu fliehen. Boah, das ist ja böse. Voll gemein. Wo ist da ein Ork? Dreht er da dieses Teil? Ja, da ist ein Ork. Ein Orksklave. Ich kann ihn aber leider nicht ansprechen. Schade. Boah, hat der reingehauen, dieser blöde Crawler, ey. 56 Schaden hat er mir gemacht, dieses blöde Viech. ...34... ...36... ...42... ...48... ...54... und immer noch kein positiver Nebeneffekt. Und nein, ich werde euch nicht erzählen, was es ist. Ich dachte eigentlich, dass man den Effekt schon mehrfach kriegen kann. Also ich fällt mir gerade schwer zu glauben, dass man da wirklich so viel von dem Zeug futtern muss. Da geht's auch nicht mehr hoch. Also so viel futtern muss, um diesen Effekt zu kriegen. Ich dachte, das wäre vielleicht 20 Stück oder so. Ach, ich kann die Crawler-Zange schon ausnehmen. Wann habe ich das denn gelernt? Keine Ahnung.
Aber Viper ist der Schmied oder so, ne? Crawlerzangen, coole Sache. Ich habe gehört, du bist der Schmelzer. Du bist ja ein ganz schlauer Bursche. Ja. Ich habe gehört, ihr schmelzt nur einen Teil des Erzes ein. Früher haben wir alles Erz eingeschmolzen. Aber damit waren Gomez und die Magier nicht einverstanden. Wochenlang haben sie sich herumgetrieben und haben das Erz und alles andere untersucht. Sie haben hier rumgeschnüffelt und ihre feinen Nasen in Sachen gesteckt, von denen sie keine Ahnung haben. Das Ende vom Lied war, dass wir nur noch einen Teil des Erzes einschmelzen. Die Magier sind nicht mehr heruntergekommen. Kannst du mir Erz geben? Wenn du mir Waren geben kannst. Aha. Oh ja, oh ja. Und wie ich dir Waren geben kann. Kriege ich damit eine glatte Zahl hin? 40, 80, 120, ja, 160, 200. Sehr schön. Dann bin ich die ja schon mal los. Und wobei, ich könnte ja eigentlich... Eigentlich würde ich es lieber so machen. Weil die Flügel, die sind so schön klein und wenig wert. Die kann man auch bei Händlern, die wenig Erz haben, verticken. Aber die Axt, die würde ich gerne loswerden. Und dann natürlich die ganzen Schwerter hier. Boah, und ich habe immer noch so viel von den Teilen, ey. 1500 fast. Boah, das ist die Schmelze. Interessant. Was gibt's denn da hinten? Oder war ich da schon? Ne, da war ich noch nicht. Ein Gardisten, ein Butler. Ich suche hier immer noch diesen Heiltrank. Kannst du sprechen? Nö. Kannst du sprechen? Ja, aber du hast nur einen normalen generischen Butlernamen. Du hast wahrscheinlich nichts Spannendes zu sagen. Hier wächst auch noch was. Wieso wächst da was? Es ist hier viel zu dunkel für Pflanzen. Naja, egal. Ist ja nicht mein Problem. Aber ich will das Zeug mitnehmen, um später mal selber Tränke zu brauen. Weil egal wie viele Tränke man findet, es ist halt nicht unbedingt angemessen am Bedarf. Wenn man es natürlich selber craftet, dann weiß man, was man braucht. Man hat genauso viel, wie man braucht. Hey, wie sieht's aus? Noch gut. Solange niemand auf die Idee kommt, dieses Tor öffnen zu wollen, muss ich auch niemandem wehtun. Was ist denn so Besonderes hinter dem Tor? Minecrawler. Große, böse Minecrawler. Und zwar sehr, sehr, sehr viele. Das ist ein ziemlich gutes Argument, das Tor nicht zu öffnen. Muss ich zugeben. Es ist in der Tat eine gute Idee, das Tor gebaut zu haben und zuzulassen. Gar nicht so dumm, die Leute vom alten Lager. Gar nicht so dumm. Was gibt's denn dann hier oben noch Feines? Erzbrocken? Nee. Ich suche ja den Trank, den es hier angeblich geben sollte. Nicht den Gardisten, den Trank. Keine generischen Butler. Ah, da ist ja noch ein Weg. Noch ein Butler. Und das war's irgendwie schon. Habe ich gesagt, dass das Sektenlager, das Sumpflager ist unübersichtlich. Die Mine hier auch. Komme ich von hier an die Leiter? Nein. Er muss natürlich von dieser Seite ran. Mal genau hinschaut, sieht man, dass er gerade die Stufen nicht so richtig trifft. Ziemlich unpraktisch. Also ich würde so keine Leiter hoch oder runter klettern wollen. So über die Luft. Das scheint mir doch ein bisschen zu schwierig zu sein. Hier auch wieder. So, hast du wenigstens was zu sagen? Oder vielleicht der hinter dir? Ach, Leute... Und er ist auch gar nicht richtig dran, habe ich gerade gesehen. Von der Seite konnte man das gerade erkennen. Könnte natürlich sein, dass es gerade wieder ein Bug ist, dass ich so lange spiele und das Spiel ist jetzt irgendwie was
irgendwie einen Fehler hat, ihm ist sich irgendwas Blödes eingefressen hat. Ich meine, das funktioniert zwar, aber es wird einfach angezeigt. Das ist nicht weiter schlimm. Solange alles funktioniert. Ein Buddler. Sag mal, wo ist denn dieser blöde Nebengang? In dem ich dann... Oh, hier ist auch wieder nix. Dieser blöde Nebengang, in dem ich dann diesen Trank finde. Ich fange ja langsam an daran zu zweifeln, dass das ernst gemeint war. Vielleicht wollte der mich ja nur irgendwie reinlegen oder so. Keine Ahnung. Hui, das war knapp. So, gut, dann hätte ich hier schon mal alles abgegrast. In der Mine gäbe es dann ansonsten ja nur noch... Lass mich kurz nachdenken. Die Truhe. Die Truhengeschichte. Was? Achso, das war die... Die Schmiede. Oder der Ork vielleicht. Keine Ahnung. Hoffentlich keine Minecrawler. Ich muss ja sagen, es sieht schon... mächtig aus, ne? So ein bisschen. Aber irgendwie auch leer. Achso, ja, natürlich. Und natürlich der Typ ganz oben, der angeblich Dietriche haben soll. Ah, da geht's auch noch weiter. Wo komme ich her? Ach nee, da komme ich ja sogar her, genau. Da, wo der Typ gerade steht, da war ich ja kurz und hab dann gesehen, da unten war mein Crawler und dann wollte ich da nicht hin. Richtig, da war ja was. Da, richtig, da sind die da. Sag mal, wann habe ich denn gelernt, die Crawler auszunehmen? Das habe ich als allererstes gelernt, okay. Das war dann wohl schon deutlich früher als jetzt, so. Okay, habe ich wohl wieder vergessen. Okay, so mit ihnen habe ich gequatscht. Das Erz habe ich dem Händler hier abgenommen. Der da war der, der meinte, ich komme hier nicht raus. Da drin gab es nichts in den Truhen. Ja, dann wäre ich doch hier unten soweit fertig. Nur noch die Truhengeschichte. Hier oben gibt es noch, wo ich den Typen von der Truhe glocken soll. Ich bin ja gespannt, was in der Truhe drin ist. Und jetzt, wo ich von ihnen komme, kann ich ja auch sagen, hey Aaron, ihn schickt mich. Oder so, also, ja doch, genau. Das da, wollte ich nehmen. Ian schickt mich. Du sollst sofort zu ihm kommen. Was will er denn? Es gibt Ärger. Er will dir kräftig in den Arsch treten, weil du so faul bist. Na, das ist doch nichts Neues. Geh weg! Verdammt. Verdammt! Hör auf zu trinken! Nein, das zweite. Und zwar ihn. Und keine Ahnung. Keine Ahnung. Das wird ihn dir schon selber sagen. Glaubst du, er erzählt mir sowas? Dann werde ich mal zu ihm gehen. Yep, mach das mal. So, was hast du dann für mich? Du schuldest mir 10 Erz. Hier, die 10 Erz hast du dir verdient. Ach, noch was. Den Schlüssel für seine Truhe habe ich auch. Für dich nur 30 Erz. Nein. Gib mir den Schlüssel. Du hast ein gutes Geschäft gemacht. Ah. Ich frage mich, was dein Gewinn an der Sache ist. Ich freue mich immer, wenn ich den Gardisten eins auswischen kann. Und wenn die den Inhalt der Truhe bei mir finden, bin ich dran. Okay, ich habe ihm jetzt... Wir sehen uns. Na, aber sicher doch. Ich habe ihm jetzt effektiv... Naja, okay, 3 Dietriche abgekauft. Das ist... Ja, meine Güte. Die hätte ich vielleicht auch so verschwendet. Siehe, ja, ein Bier... Ein Heilzauber. Cool. Und 72 Erz. Hey, das hat sich ja tatsächlich gelohnt. Ich habe 20 Erz ausgegeben und 72 gekriegt. Willst du wissen, was drin war? Wir sehen uns. Na, aber sicher doch. Nö, willst du nicht. Okay. Gut. Und damit wäre auch dieser Teil der Mine erledigt. Und weiter oben gibt es jetzt eigentlich nur noch den Dietrich-Lieferanten, ne? Ich frage mich, wo jetzt dieser blöde Trank gewesen sein soll.
Vielleicht da oben? Nö, da kann ich auch einfach hinlaufen. Was ist da drin? Ach, da ist der Nebenschacht, wo der Aleph war, der faule Typ. Boah, dann hätte ich doch jetzt hier alles soweit erledigt, ne? Ja, das war's dann eigentlich auch schon. Ging die Mini ja doch nicht so lang, wie ich fürchtete. Das sieht in zwei Folgen hier durchaus. Ist ja, boah, coole Sache. Ich dachte, ich brauche länger. Ich habe gehört, bei dir kann ich Dietriche kaufen. Nun, wenn du schlau genug warst, das herauszufinden, dann kannst du welche haben. 10 Erz das Stück. Das ist aber kein gutes Marketing. Ich will Dietriche kaufen. Wenn man es selber rausfinden muss, dass es das Zeug bei dir gibt. So, was haben wir denn da? Was habe ich denn, besser gesagt? Handaxt, Spitzhacke. Brauche ich nicht. Wert 5. Und was brauche ich denn noch nicht? Komm, ich. Da öffnet nur Aarons Truhe, ne? Nicht die anderen Truhen weiter unten. Deswegen gebe ich dir den mal. Wenn du jemand vermisst, dann hast du ein Problem. Haha. Das sind gerade Zahlen, ne? 34, sehr gut. 42, 50. So. 1, 2, 3, 4, 5. Wunderbar. Vielen Dank. Damit habe ich auch diese blöde Axt los. Und das war's dann auch schon in der alten Mine. Das heißt, was ich jetzt tun müsste, wäre ins alte oder ins neue Lager gehen, ne? Aber da ich mich dem neuen Lager anschließen will, werde ich jetzt den Weg ins neue Lager suchen. Und ich weiß nicht, ob es einen direkten Weg von dieser Mine zum neuen Lager gibt. Den Fluss lang könnte klappen. Was war das denn gerade für Musik? Was war das denn gerade? Keine Ahnung. Und die da sind ja, auch neu. Habt ihr schon genug Elixier für die große Anrufung des Schläfers? Nein. Wir müssen... Ach so, nö. Okay. War der nicht vorhin drin? War das nicht die beiden, die ganz unten waren? Gornadrak? Der Name sagt mir gerade irgendwas. Kann sein, dass die ganz unten waren sogar. Also, ja, nee, nicht ganz unten, aber... da am Anfang der Folge. Bei der großen Höhle, wo die Crawler hinten waren. Die meinten, hier, wir schützen die Butler und das ist ja irgendwie allen recht. So, und mit dieser wunderbaren Aussicht hier nach links außen verabschiede ich mich in die nächste Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wenn hoffentlich die Fackel wieder brennt. Tschüss.